Hör auf, meine Kabel anzufressen, Kollege. Pause. Geh da runter. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia Machine for Pigs. Und wir sind letztlich in der letzten Folge in diesem Chemikaltransport-Aufzugsschacht-Dings gestiegen und ja, da fahren die nun fort. Ich weiß leider nur nicht, was hier gerade passiert. Es ist laut, schreit, kracht. Ich habe gerade einen schwarzen Bildschirm. Und wir lernen, man fährt nicht mit Chemikaltransporten, weil das ist ungesund, nicht? Und es sieht auch wie immer sehr vertrauenserweckend aus und dabei erstmal J. Nein. Genau. Sabotage. Geh runter von meinem PC, Kollege. Psst. Tiger, verpiss dich. Ich hab nicht ewig Zeit, ich will nicht mit dir streiten. Geh da runter! Das ist mein PC, den du da kaputt machst. Wenn der PC nachher abschießt, ich schwöre, ich werde dich Knechten. Also, lädiert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größte Anstrengung des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einem epischen Zweikampf verstrickt. Aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum, denke nicht über die grausamen, unaussprechbaren Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zu Bilge, beseitige die Überschwemmung, befreie deine Kinder. Ich bleib der Ansicht, der Typ ist geistig durch. Ich meine, hör auf, meine Kabel anzufressen, Kollege. Pause. Geh da runter. Guck nicht. Moment. Bro. Bro. Was auch immer du unten vorhast, ist mir egal. Hauptsache, du störst mich jetzt nicht mehr und lässt meinen Computer am Leben. Ja? Dankbar bin ich dir dafür. Guck mich nicht so an. Ah, der Kollege sitzt unter meinem Schreibtisch und ich mache mir gerade ernsthafte Sorgen um mein Gebein, weil der Kollege ist ziemlich kratzig. Vor allem, wenn man ihn eben von seinem ausgewählten Fleck vertrieben hat. Was macht der da unten? Mach, dass du wegkommst. Ich nehme gerade auf. Komm. Ich glaube, der frisst hier so langsam meine PC-Kabel weg, nur weil es eben 6:30 oder sowas ist und der rumnerven will. Muss das sein? Ich crouche noch. Schalter funktioniert nicht. Telefongespräch. Hallo? Hier spricht Mendes. Ah, schön. Boah, das ist creepy. Ich will nicht wissen, was hier passiert ist. Und mein Gefühl sagt mir, sobald ich diesen Zettel lese, werde ich es erfahren müssen.
5. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Dies wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brandenburg wie Thai-Infusion und einem Teil Orgon-Monaden-Disperser-Flüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie injiziert wurde, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend. Und wir sind auch vorher in dem Aufzugsschacht herumgekrochen, in dem diese Sachen transportiert wurden, und es ist höchst ätzend. Und naja, das ist great. Warum sollte ich das bewegen können? Ist es hier jetzt irgendwie ein behindertes Feature im Game? Oder was? Noch eine Notiz. Wartungszugang. Hinter den verschlossenen Toren gibt es eindeutig einen weiteren Korridor. Anscheinend habe ich mehrere Möglichkeiten. Das Vorhängeschloss ist alt, aber robust. Nach diesem Sturz habe ich keine Kraft, um es aufzubrechen. Aber vielleicht kann ich einen anderen Weg finden. Ja, das würde ich auch raten, weil... ja, was wäre ein Spiel ohne andere Wege? Nischt. Kann ich die Lampe mitnehmen? Warum brauche ich sowas? Was habe ich davon, die Lampe herleuchten zu lassen? Das ist... ich höre irgendwo Stimmen oder sowas. Sollte irgendwas passieren, wenn ich das tue, oder? Es ist ja auch nur sinnlos, weil meine guten Gefühle für schlechte Dinge, die passieren werden, sagen mir, dass da unten schlechte Dinge passieren werden, was ich auch rein zufällig gerade... doppelt gemoppelt habe. Was ist das? Eine Pyramide, ein Stuhl, Bücher, weg mit dem Stuhl. Immerhin ein paar Schubladen gehen noch auf. Das ist ja schon mal ein Anfang, aber bei alten Amnesia fand ich es einfach besser. Da konnte man wirklich mit allem irgendwas machen. Selbst diese Kisten rumschieben oder so, aber hier kannst du Lampen aus- und anmachen, Stühle bewegen, Ende. War da was? Oh, da war was. Die Zentrifuge. Die scheint eine Art bizarres Mischgerät für chemische Verbindung zu sein, und es stinkt definitiv nach den ekelhaften Flüssigkeiten, die ich schon zu oft gesehen habe. Es handelt sich eindeutig um eine Verbindung einer flüchtigen Bastard zweier Inhaltsstoffe. Ich würde darauf wetten, dass ich sie irgendwo in der Nähe finden kann. Wozu? Ah, ich kann die Lampe bewegen, weil ich eben genannte hässliche Stoffe auf das Schloss tue und diese Gemische, also dieses Gemisch, dann mit der Lampe die
dafür gedacht ist, diese Dinge zu aktivieren, dass ich es damit dann aktiviere. Oh fuck. Also, rein gefühlsmäßig sollte ich hier nicht sein, aber der Raum ist schließlich klein und dieses Schwein scheint nicht hier zu sein. Das war ein ganzer Haufen ein in einem Reim. Eine Warnung. Es ist entzündet und es brennt. Ich blute aus jedem Loch, vorne und hinten, und alles läuft mir die Beine herunter. Blut und Exkremente. Meine Lungen liegen in meiner Kotze. Und jetzt gehe ich Organklumpen. Und jetzt gebe ich Organklumpen von mir auf dem schmutzigen Stein. Trink das, sagte er, und ich trank es. Wegen der Veränderung, die mein Inneres nach außen kehren, niese ich meine Zähne raus, die wie Mäuse in der Dunkelheit verschwinden. Ich kann sie nicht alle finden, aber ich sammle so viele, wie ich kann, und schiebe sie mit den Fingern zurück in meinen grauen Gaumen, aber die Nägel sind weich und fallen aus. Trink es, sagte er. Es wird gegen das Fieber helfen, denn nicht alle von uns halten die Veränderung aus. Auf den anderen Tisch ein Biest unter einer Decke. Niemals wollte ich darunter blicken, aber es hat es auch getrunken. Er hat es unter die Decke gerecht und ich hörte, wie es trank. Oh mein Gott, wie kann ein Mann derart viel Blut scheißen und immer noch leben? Andere Frage. Wie kann jemand, dessen Lunge und Organe gerade aus einem herausgeputzelt sind und der keine Zähne und Nägel mehr hat, einen Text schreiben? Es ist zwar alles klein geschrieben, aber wenigstens sind Kommas da und überhaupt ein ziemlich langer Text, was ich von jemandem, der eben umgestürzt wurde, was also nicht zu erwarten ist. Hä? Soll ich es damit machen? Ernsthaft mal, was soll ich jetzt damit machen? Die Tatsache, dass die Tür zu ist, nehme ich jetzt als nicht so gute Tatsache, weil ich habe sie schließlich nicht zugemacht. Frage. Moment mal. Das ist nicht, wo ich herkam. Nur so nebenbei bemerkt. Soll ich da jetzt viele dieser Dinge einfüllen oder reicht eins? Okay, scheint eins zu reichen. Aber meine Sorge ist jetzt, wieso? Habe ich eigentlich Dokumente gefunden? Tagebuch, ja. Dokumente, nein. Wieso ist das hier, hinter dieser Tür, woanders, wo ich herkam, oder dreht mein Gehirn gerade? Tritt mein Gehirn gerade durch.
Ich weiß gar nicht, ist das hier so schlimm wie mit dem alten Amnesia-Monster? Weil ich verstecke mich jetzt. Aber ich weiß nicht, ob... zu Recht, oder war das jetzt... unnötige Verschwendung? Aber ich sage, man kann nie sicher sein. I got the bad feeling about this. Run. Was? Run. Alter. It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vita and orgone disperser. No, no, just take him out. You could dump him in the river for all I care. What the fucking fuck? Hm. Ich meinen ganzen Monitor voll gespuckt, aber. Ach du Heilige. Das kam unerwartet. Und ach du Heilige. Ich wiederhole mich. Gerne. Puh, Alter, ihr habt es ja vielleicht gesehen, aber boah, das Ding hat mich so erwischt, also keine Worte, also mir fehlen immer noch die Worte und Niedrigtemperaturlärmung, heilige Käfige? Nein, ich will nirgendwo hin und ich sehe schon, ich bin auch schon wieder out of time. Darum, danke euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu arg erschreckt und seid noch am Leben. Wir sehen uns dann im nächsten Video, was hoffentlich bald folgt und nicht wieder so ewige und ich nicht wieder so ewige Posten einlege. Gute Nacht und schlaft gut, falls ihr jetzt schlaft. Guten Morgen, falls ihr es morgens anseht. Oder guten Mittag, falls ihr es mittags anseht. Und das ganze Outro war jetzt wiederum unnötig lang. Und eigentlich wollte ich damit nur sagen, tschüss.